Sweet dreams are made of this. So könnte das Motto der renommierten Lamberts Monday Night lauten, die wie immer im Rahmen der internationalen Süßwarenmesse ISM in Köln stattfand. Unter den Augen hochkarätiger Stars wurde ein spektakuläres Programm aufgeführt, bei dem auch die legendäre Schoko- und Fashion-Show nicht fehlen dürfte. Für viele Gäste ist die Einladung von Dr. Hermann Bühlbecker ein ganz besonderer Termin im Kalender. Hermann ist dafür bekannt, eigentlich die beste Party Deutschlands jedes Jahr hier in Köln zu veranstalten. Und es ist jedes Mal die längste Party im Jahr, jedes Mal die lustigste und jedes Mal die Party mit den besten Leuten. Ich freue mich, morgen freue ich mich dann schon wieder 364 Tage drauf, bis es wieder losgeht. Wir kommen natürlich am Anfang des Jahres gerne nach Köln. Ist schon Tradition, ist ja ein bisschen Familientreffen. Also eine sehr menschliche Atmosphäre. Man kommt mit Leuten zusammen, die man nicht täglich trifft. Und man begeht ein großes Ereignis, das auch ein unternehmerisches ist. Deshalb will ich auch als Wirtschaftsminister meinen Respekt zum Ausdruck bringen für ein Unternehmen, das 325 Jahre Jubiläum feiern kann. Als Familienunternehmen, in der Region verhaftet, aber weltweit tätig, genauso wie man sich einen großen Mittelständler vorstellt. Den Zuschauern wurde in diesem Jahr eine ganz besondere Show geboten. So wurde nicht nur das Schokomodel 2013 gewählt, sondern anlässlich des 325. Geburtstags des Aachener Süßwarenunternehmens Lamberts bestand die Show aus einer Zeitreise durch die gesamte Geschichte des Unternehmens. Erstmal ist es natürlich schön, dass man 325 Jahre präsentieren kann. 1688 wurde die Firma Lamberts auf dem Aachener Markt gegründet, seitdem in unserer Familie. Und wir haben uns gesagt, wir wollen kein langweiliges Jubiläum machen. Sogar Herrn Rösler haben wir gesagt, müssen keine Reden geben an dem Abend. Und das ist auch ungewöhnlich für eine Jubiläumsparty. Wir haben gesagt, wir wollen, weil wir unsere Gäste immer unterhalten, wir wollen einfach eine Show machen, 325 Jahre Lamberts. Es gab eine ganze Menge zu feiern. Der Abend bot eine Vielzahl an Überraschungen, großen Emotionen und so manch süße Versuchung. Es ist wirklich toll, was Sie mit dem Verpackungsmaterial gemacht haben. Sehr süß. Ich habe den Abend wirklich genossen. Die Kleider waren unglaublich. Das war wirklich großartig. Und Dieter war natürlich super. Und bei so illustren Gästen, einer ganz besonderen Show und dem Hauch von Hollywood, der an diesem Abend in der Domstadt wehte, freut man sich schon jetzt auf das nächste Jahr.